I'm Jay Lesser, and I'm going to teach you all about mustaches. Here's one more thing for you on mustaches. If you grow a really fine handlebar mustache, that's a free entry to any Lesser show. Well, I hope you learned something today on Mustache for Lovers. Muss ich schon sagen, so als Teenager schon Goldene Zitronen-Fan, auch schon seit der ersten Platte. Und das war irgendwie 86, wo ich dann auch eben 16 war. So, fand ich schon toll damals, muss ich sagen. Auch war eine wichtige Band und auch ein Grund für mich, unter anderem nach Hamburg zu gehen. Ich kannte die Goldene Zitronen, ich habe da auch Konzerte gesehen im Störtebäcker und in solchen Läden. Hat mich aber eigentlich nicht weiter interessiert. Und das Ganze war dann mehr oder weniger eine gestellte Falle, wie sich nachher herausgestellt hat, das quasi mit mir schon geplant worden war, ohne mein Wissen.
Ich bin Thomas Wenzel. Ich bin bei den Goldenen Zitronen seit ungefähr 3 Schallplatten. Seit das bisschen Totschlag. Ich weiß gar nicht, in Jahren ausgedrückt. Seit 93 oder 94 oder so. Ich bin Menze und ich bin seit ungefähr 2 Monaten bei den Goldenen Zitronen. Musikalisch haben die Zitronen ja schon irgendwie alles Mögliche mal so probiert. Also fing an mit Funpunk und dann irgendwie so Schlager oder Glamrock und irgendwann war das so Hip-Hop mit 80 Millionen Hooligans und vielleicht auch noch ein bisschen das bisschen Totschlag, da war es auch noch so. Dann gab es eher so Economy Class, war so ein bisschen No Wave und vielleicht auch so Free Jazz so teilweise. Bei der letzten Platte, Let's Go Hamburg, weiß ich gar nicht so genau, das war so Menschen versuchen Maschinenmusik zu machen und jetzt mal sehen, weiß noch nicht, wie die Platte aussieht. Das soll nicht heißen, dass wir jetzt eine konventionelle Platte aufnehmen, wirklich nicht. Ja. Aber das ist so, verstehst du, was ich meine? Dass alles, was unkonventionell ist, auch gleich von der Herangehensweise, von der intellektuellen Überlegung, dass mir das für mich total konventionell vorkommt. Ich würde das gut finden, wenn die Musik ein bisschen mehr Sex-Appeal hätte. Sag ich mal so. Also wir haben musikalisch, ist vor allem von Schorschs und Menzes Seite so ein Interesse, das doch wieder mit klaren Strukturen zu arbeiten, also mit eher songhaften Strukturen. Und ich glaube, die Texte, die von Schorsch kommen, sind auch ein bisschen mehr tacky oder so. Und ich weiß nicht, mein Interesse wäre eigentlich schon, dieses typisch nervige, zitronenhafte, was halt immer so, also immer während man die Gitarre spielt, die Anti-Haltung zur Gitarre erklären oder so, sozusagen. Oder nicht erklären, sondern mitschwingen zu lassen oder die Haltung klar werden zu lassen. Aber der Gitarrenmeister, da kann man überhaupt nicht. Das ist wie wenn ich Schuhe plötzlich machen würde. Die würden aussehen wie, sagen wir mal, wie eine Käsetorte. Wenn, also so kann man das sagen. Wenn ich, so wie ich Gitarre spiele, ich spiele quasi Gitarre wie eine Käsetorte. Der Gitarrenmeister spielt richtig so Gitarre. Der Part hat sich gerade verschoben und Michael setzt ihn wieder hin. Wie ein richtig schön gemachter Gummistiefel. Aber an sich war es gut gespielt vorhin. So ähnlich ist das. Zwischen Käsetorte und Gummistiefel. Das ist so der Unterschied zwischen mir und dem Gitarrenmeister im Gitarre spielen. Verstehst du? Mein Interesse wäre eigentlich schon noch das als Gegenpart zu Sachen, die eher so Pop oder ja, klassische Songstrukturen haben. Dagegen dieses leicht Free-Jazz-hafte oder freie oder auch improvisative oder auch krachige dagegen zu halten. Und auch mit Texten zu arbeiten, die zum Beispiel nicht mit Strophe, Refrain arbeiten und nicht sich reimen und auch meinetwegen zu lang sind eigentlich für einen Song. Also für die letzte Platte gilt ja, dass da teilweise Songs sind, wo die Texte einfach zu lang sind, eigentlich, für normale Kategorien. Hey, cooles Hemd, ah, du kennst die? Ja, irgendwie, der Sänger ging immer in denselben Lebensmittelladen wie ich. Echt? Das ist cool. Du magst also auch Musik, was? Ja, ich liebe Musik. Auf was für Musik stehst du? Alle Sorten. Also, ich mach Easy Listening. Ja, ich auch. Easy Listening ist echt geil. Wohnst du hier in der Gegend? Ja, praktisch
hat dann bestimmt so 5 Jahre gedauert, bis dann so eine Akzeptanz auch vom Publikum da war, bis die halt gemerkt hatten, da geht jetzt irgendwie was anderes ab. Das ist jetzt irgendwie ein anderes Konzept. Das ist jetzt nicht mehr so ein bierseliger Fun, der da irgendwie passiert, sondern es ist irgendwie ernsthafte Reflexion von Geschehen um einen rum mit schlaueren musikalischen Mitteln. Also hier in Rumänien, wenn Sie fragen, what do you make, what kind of music you make, sage ich, ja, yeah, some kind of punk, in free jazz influenced, whatever. Also ich weiß nicht genau, also das ist ja auch so eine nebensächliche Sache. Ich meine, Punk für uns, das haben wir aber auch schon so oft in Interviews gesagt, Punk für uns heißt halt auch sowas wie, ist eher eine Haltungsfrage und eine strategische Frage, wie man mit Styles umgeht, als jetzt das Musikgenre. Also den Streit hatten wir mit den Toten Hosen schon vor 10 Jahren ungefähr, genau an der Stelle. Also die meinen ja, man kann Millionär sein und Hauptsache gut drauf sein und noch auf der Bühne voll was geben und so abrocken und das wäre Punk. Und wir meinen halt eher, dass es mit einem strategischen Umgang mit einer Idee von Subversion zu tun hat, die natürlich zugegebenermaßen sich immer mehr einengt auf der Style-Ebene. Also, aber dass trotzdem man bestimmte Styles und Optiken eigentlich nur temporär so lange einsetzen kann, wie es irgendwie als subversiv gesehen wird oder als verstörend oder was auch immer. Und dass man es dann bleiben lässt mit den gefärbten Haaren, wenn dann die Bankangestellte auch grüne Haare hat oder so. Ich glaube, der Grund, warum wir hier sind, ist halt der eine, ist, dass wir als Zitronen, die wir so zersplittert sind, auf einzelne Städte, dass wir so einen Ort brauchten, wo man sich so trifft, so eine Art Klassenreise macht irgendwie und um auch ungestört von so anderen Sachen, also wenn man das jetzt das gleiche in Hamburg gemacht hätte, dann ist es halt so, dass man immer wieder abends nach Hause kommt und wahrscheinlich auch noch irgendwie andere Dinge nebenbei machen muss und so ist man jetzt konzentriert, so 10 Tage dabei, nur für die Zitronen und für die Musik da, für diese nächste Platte zu arbeiten, das brauchten wir und Bukarest, Rumänien ist es deswegen geworden, weil es so übrig geblieben ist oder wie auch immer, weil es eine der Möglichkeiten war und weil man hier Leute kannte. Das ist, glaube ich, auch immer ganz wichtig bei den goldenen Zitronen, dass so ein Umfeld mit einbezogen wird. Also diese Situation gerade hier in Bukarest ist auch dann stressig, also weil man halt so in so einer kleinen Wohnung wohnt und man muss ja Sachen zusammen dann machen und man kann dann mal nicht eben kurz nach Hause oder selbst ausschlafen ist ein Problem oder so, wenn man dann abends ausgeht und es sind ja auch interessante Sachen zu erleben hier und so. Das sind alles so Sachen, die man dann wegstecken muss. Man muss dann erstmal wieder nach Hause und sich dann erholen. Schwer, das ist auf und ab. Aber es macht schon Spaß. Ja. Also nicht so wie Enno. Nee, das ist echt unglaublich laut. Kalte Heimat. We have rented here 3 rooms in a theater. So it's located in the center of Bucharest. Even it looks as you could and you can see with the camera. I mean, it's not really, I wouldn't say clean, you know, not really tidy. It's from the private studios in Bucharest, it's maybe the best. Wir haben auch ein bisschen Glück gehabt, also weil es einfach hier einen sehr toleranten und offenen, intelligenten Toto-Fan erwischt haben. I grew up with real rock, I grew up with Zeppelin, Deep Purple, Beatles and so on, you know. Es ist sehr neu für ihn und er hat aber sich, also wir haben ihm die Platten mitgebracht und er hat sich die dann auch angehört und hat es am Anfang nicht wirklich begriffen, also
Ted und George haben ihm das dann so ein bisschen erklärt, worum es in der Musik geht. Und also jetzt, also meinte er, also vor zwei Tagen meinte er, ah ja, jetzt habe ich ihn verstanden, worum es da geht. Und naja, und das ist, er hat ihm gesagt, dass ihm bei Musik eben eher so diese ja, irgendwie das, ja, dass er einfach so eine Gänsehaut bekommt. Also davon redet er. My interior is, you know, vibrating to, let's call so, let's so call nice music, you know, melody, blah blah, ha ha ha, and herzlich willkommen. So, but it's interesting. Sure, it's something else. Man hat das jetzt so mitbekommen, wo wir jetzt hier in so quasi als so eine Klassenreise machen und da in unserer Wohnung da interniert sind oder im Studio oder so, und man diskutiert unglaublich viel. Man labert natürlich total viel, ne? Ist aber auch richtig, und irgendwann wird dann ganz schnell was gemacht, und das ist dann eigentlich auch irgendwie auch ein bisschen befreiend so. Aber ich habe auch nichts gegen verkopfte Musik oder verkrampfte Musik. Verkrampfung gehört irgendwie auch dazu. Ich dachte, als wir neulich mal diese Party hatten, und da lief AC/DC und Ramones. Ja, das ist super. Okay, dann lass uns das bitte so produzieren wie Ramones. Nicht meinen nur. Nee, das geht ja nicht, weil Ramones kannst du nicht denken. Ich meine, da musst du die Spielweise und den Sound zusammendenken. Ja, ich weiß. Wir brauchen auch einen interessanten Sound natürlich. Ja, ich sag Spielweise und Sound. Ich meine, es gibt nur eine Spielweise. Dieses Stück ist schon viel zu ausgetüftelt für Ramones. Mit den ganzen Breaks und so. Das gibt's ja gar nicht bei Ramones. Was? Bam, bam, bam. Ja, weiß ich nicht. Na gut, lass uns nicht so genau Ramones auseinandernehmen. Aber das wäre ein ideales Ergebnis. Wenn man so... Doch, Ramones sind ja eigentlich echt abgefahren, wenn man das mal vergleicht mit allem möglichen, was sonst so, in was für einer Szene die eigentlich standen. Wenn man die Platten hört, die sind echt abgefahren. Klar, nämlich, der ist schon alt und erfahren der La Prova. Ja, die haben eine Vision. Die haben eine Vision. Ich hasse mittlerweile dieses postmoderne Verwursten von allem, was quasi gewisse Codes anspricht, die jeder versteht. Und trotzdem null Bewusstsein schafft. Also deswegen können Rage Against the Machine und Chili Peppers, deswegen sind die international, versteht die jeder. Ja, nur deswegen, weil die Texte die Leute nicht fordern, wirklich Konsequenzen daraus zu ziehen oder zu verstehen, was gemeint sein könnte. Aber ich finde, dass wir Ramones ganz andere Texte machen als Rage Against the Machine. Ja, aber ich sag ja, Ramones zum Beispiel... Die machen ja Kunsttexte, wie du sie willst. Ramones? Ja. Nein, das ist Comic. Meinetwegen ist das dann Comic-Kunst, okay, aber das interessiert mich nicht. Also das interessiert mich nicht als Motivation. Ich finde die Texte teilweise beeindruckend. Also The KKK Took My Baby Away finde ich echt eine unglaubliche Idee eigentlich. Die könnte ich mir jetzt noch vorstellen. Aber ich meine das natürlich dann vielleicht anders als die Ramones selber, das ist mir aber ganz egal. Also ich finde das irgendwie, das ist wirklich crazy. Okay, aber Queen arbeiten eben anders als, also Queen sind eigentlich wie wir, immer bemüht. Ich meine jetzt nur, was die Texte angeht, sorry. Queen sind also weißt wie du, wir. Ich meine jetzt nur, was die Texte, wie sagt man, den Gesang angeht, gerade nur das speziell. Das ja, ja. Also Bohemian Rhapsody habe ich neulich mal wieder gehört, und das ist das genialste Stück, was hier geschrieben wurde in der Rock-Ära. Ja. Aber stimmt, wir müssen das raus aus dem Pub in so eine Richtung bringen. Irgendwie. Das ist genau der Punkt. Ja, aber das heißt dann wieder Taktlängen ändern. Nee, doch. Nicht unbedingt. Artbox, 7, 8 und solche Scherzen. Ja, das ist das Tolle am Queen, ich meine schon. Aber das können wir nicht. Ja, ich meine, da kriegt man eh nicht hin. Ich meine, sowieso. Garbage. Die sind ja auch so clevere Produzenten. Da merkst du auch, die haben alles gelernt. Die Wave und den ganzen Scheiß. Ja. Das wäre auch so eine Gefahr an der Sache, dass man in so eine Richtung rutscht. Ja, aber die sind ja so rockistisch auch. Ja, aber du merkst auch, die haben so... So clever sind wir nicht. Aber so rockistisch clever sind wir nicht. Rock. Da kommt schon mit. Der Wodka ins Spiel. Bevor auch nur ein Schlag auf irgendein Instrument gemacht worden ist, fängt die deutsche Rockband an, sich mit Billy den Fusel voll zu knödeln, zu krökeln.
ist da stumpf Trumpf gerade bei dem Stück so irgendwie. Ja, aber stumpf ist nicht gleich stumpf. Also ist klar, völlig klar. Ich meine, es muss irgendwie gerade, je primitiver es ist und desto mehr Klischee man drin hat, umso wichtiger ist die Nuance. Ja, sicher. Aber was macht man, wenn man gerade eh nicht so richtig drauf ist? Dann muss man das eben erst später machen. Einspielen ist ja okay. Ich hab das ja, weil es ja ursprünglich so hieß, man soll Gitarre und Bass gleich mitnehmen. Mir gefällt das total gut mit dem Text, ehrlich gesagt, zusammen. Dass das hier so eine Ödnis aus sich auch auftut. So. So mit das ist Gummibandmusik, was ihr vielleicht mit Watschlich meint. Das finde ich aber eigentlich auch gut daran. So. Und das ist auch also so ein bisschen so das. Also so, das meinte ich mit Munich. Also das ist sowas, was so eine dünne Dümmlichkeit, so eine schwere Dümmlichkeit auch entsteht. Das finde ich gut, ehrlich. Ja, also diese wilden Hunde hier in der Stadt, das ist so das Erste, was einem auffällt. Man läuft hier ganz normal, man fühlt sich hier relativ sicher, in der Gruppe sowieso, aber auch wenn man alleine rumläuft, ist es eher, ich würde mal sagen, wie Barcelona oder wie Madrid oder also eher so mediterran, Spanien oder könnte auch Frankreich sein, das Straßenbild so ein bisschen und völlig normal. Der Markt hier ist strukturell eine ziemliche Imitation des westlichen Markts, und zwar in der B-Version, wie hier eigentlich alles so eine quasi Imitation in der B-Version von der westlichen kapitalistischen Hemisphäre ist. Das ist eigentlich auch das Spannende, weil das hier dann auch so eine komische offene Situation schafft. Also all diese ganzen Schilder, die wir auch sehen werden, da diese Promotions, also dass ein Restaurant Promotions da 2000 heißt oder ein Imbiss Bell Fast heißt oder Sachen, was gibt's noch für Sachen? Das Beste fand ich ja, oder man sieht hier Sprühereien, wo McLaren Mercedes gesprüht ist. Also das sind alles so, man sieht ja quasi so ein totales Zerrbild in der Reflexion von westlicher kapitalistischer Kultur. Also neben den Gründen, hierher zu kommen, also die Band intern sind wie halt das, diese klausurhafte Situation, hat sich Rumänien halt angeboten, weil ich eben das letzte Mal hier jemanden kennengelernt habe, der ziemlich engagiert ist in der Szene, kann man so sagen. Also wobei das natürlich nicht vergleichbar ist mit Strukturen bei uns. Also Tutsi ist so ein Freund von uns mittlerweile, der Germanistik studiert hat und auch ein Poet ist gewissermaßen. Und der vertritt so die These, man müsste hier erstmal um einen Underground überhaupt zu bekommen, müsste man erstmal einen Overground schaffen.
Ja, Krieg ist auch beeindruckend, finde ich trotzdem nicht cool. Here I am. Das ist die Rockballade, die größte Rockballade aller Zeiten. Ja, ist es so. Finde ich aber schrecklich. Aber was würde ich sagen? Nein. Das ist runtergeköchelt auf die größte Rockballade. Also ich finde das nicht. Meine Lieblingsrockballade ist April von Deep Purple. Die beste Rockballade. Child in Time ist die größte Rockballade aller Zeiten. Ja. Doch. Man denkt so, das ist Bukarest, so, ne? Also du läufst hier so ein bisschen mehr, auch so die Gegend da bei Diana. Du denkst so, ja, das ist Bukarest und so ganz voll. Aber fahr mal echt so 10 Minuten mit dem Taxi Richtung außerhalb, dann merkst du ganz schnell, was eigentlich Bukarest ist. Welche Richtung denn? Egal welche. Eine von dieser Hauptstraßen, wo dann mit der Metro mal bis zum Ende so oder kurz vor Endstation aussteigen. Was ist dann das? Bronx oder was? Nein, aber dann siehst du, was Bukarest ist, wo eigentlich so die meisten Menschen wohnen aus Bukarest. Die wohnen wie ein Tier. Krass, wir haben eben eine Hip-Hop-Band kennengelernt und so eine progressive Rockband. Ich kann aber jetzt wenig sagen über die Musikszene, die ja da ist, was man bestimmt sagen kann, dass es irgendwie so musikalische, so seltsame Crossover-Fusion-Sachen gibt, wo einfach so türkische, arabische Musik mit westlicher Pop und Rap-Musik irgendwie vermischt wird. Das hört man aber im Radio. Ich weiß aber nicht, ob es da eine Szene gibt. Autoschreck. Lass mal alle bitte einmal machen. With them, Golden and Citroen, prima, really, really prima. They know what they want. It was really, really easy to work with them. Not easy, it was pleasant to work with them. And I'm sorry that this is the last day. Really, I'm sorry. Aber die sieht ganz gemütlich aus. Ja, man muss trotzdem vorsichtig sein und man sollte das nicht herausfordern. Also allein das, was wir jetzt hier machen, mit der Kamera so draufhalten und so, ist eigentlich schon... Ja, aber wir haben jede Menge Totlauf. Aber wir sind geweiht. Sobald aber hier ein Schatten mal auf die ganze Szenerie fällt, verstehst du? Dann ist vorbei. Ende. Ende im Gelände. Nancy sieht auch schon ein bisschen blass aus, finde ich. I wrote a little letter. Simple people, you gave me lifetime guarantee. Here at home, I'm sorry about Lesson number two, if you would like to conquer the one you love,
I think the best thing is just to give her the feeling that she is not a wonderful, attractive wife and she has nice lips and nice whatever, but you find out that she is a nice human being. So my advice is just to find a friend, because if you can love a friend and she looks beautiful, the best combination you can get. Lesson number two. You know, we have the best time in our life. Lucky old me. You're my woman, you're my wife. And you're the most wonderful thing on earth. And you know how much I love you.
なきゃ分からない。嘘マジ。ライブ前に。Hello, we are Melt Banana and I'm Yako and that's guitar Agata and that's bass Rika and that's drums Dave and omake ってなんていうの? Others like that. Best American beef. Give me 50 burgers. Thank you.
あ、じゃあフグの話を。あ、はい、あ、うちにハチタが待ってるんだけど。でもカメラすごい笑ってるな。あ、まあ今うちにハチタが待ってるんだけど、これぐらいのフグで1日50匹ぐらい赤虫を食べて、2ヶ月いないとちょっと寂しいけど、まあ友達のヤドカリンが一緒に水槽にいるんでちょっと安心です。ただ関東大震災が来たらどうなるのかな。どう思いますか。電源が切れる。え、何の話ですか。いや、うちのハチタは電気がないと生きていけません。だから関東大震災が来ると、デイブ、I have globe fish at home、mm-hmm. and if big earthquake hits Tokyo, no electricity in Tokyo and globe fish need electricity to live in the tank filter. Yeah, so what will happen to my globe fish? What do you think? まあ、ツアーのルートは一応ドイツ、ハンブルグ行って、その後北欧行って、フランス、違う、ベルギー、ベルギー、ベルギー行って、イギリスの方行って、フランスに行って、ドイツに行って、まあその辺のオーストリアとか回ってぐるぐるぐるっと2ヶ月ぐらいで、まあ、回る予定です、ね、去年はポーランドとか、チェコとかもスペインとかも行ったんだけど、今回はまあ2ヶ月のツアーなんで、その辺はちょっと行けないんだけど、まあメインなところを回るんで、よかったら遊びに来てちょ、おしまい、おしまい。
met Kilo in Tokyo and we took him to noodle place. And he gave me his record, so I did it remix, but they didn't use it. でもスローガットには感謝してるよね。うん、but we like スローガット。We thank Krogat to let us use the practice room. Hiro は前も手伝ってくれたんだよね、2年前来た時も。We'll be right back.
This is pig, handmade. My friend, a singer from the band Slide Slappers, make this one. なんだっけ。This one, warming pedal. like change. This one is filter, many kinds of filter, but this one is new. バイバイみたいな。またそんな。だって、だってしょうがないよね。じゃあそういうわけで。